Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur 5. Folge von Dein Trick. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich über das Osterwochenende kein Video gemacht habe. Kurz vorweg, ich habe 2000 Abonnenten erreicht letzte Woche. Vielen, vielen Dank dafür. Und wie versprochen, gibt es eine weitere Verlosung. Die gibt es dann nächste Woche, also dranbleiben. Und jetzt genug gelabert, wir kommen zum Trick für heute. Den hat eingesendet der Zuschauer MacAko111. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. MC Ako, sucht euch aus. Der nennt seinen Trick Transformer-Trick und den führe ich jetzt auf. Das Ganze ist ein Kartentrick und der funktioniert wie folgt. Wir mischen die Karten einmal durch. Stinknormales Kartendeck, aus dem sich der Zuschauer jetzt eine Karte ziehen darf. Sagen wir mal, er zieht die Karte hier, das ist jetzt die Kreuz 8. Die legt der Zuschauer jetzt auf den Stapel oben drauf und wir mischen die Karten ordentlich durch. Und nochmal. Und ein drittes Mal, weil es so schön war. Und ihr werdet gleich sehen, die Zahl 3 bekommt eine besondere Bedeutung in diesem Trick. Denn wir machen jetzt, wir nehmen jeweils die dritte Karte, also 1, 2, 3, legen sie auf den Tisch. 1, 2, 3. Auf den Tisch und 1, 2, 3 auf den Tisch. Das war jetzt die erste Runde, das machen wir noch zweimal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und ein drittes Mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, das haben wir jetzt gemacht, dreimal. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir gucken uns die oberste Karte an, das ist in dem Fall jetzt die Pik 7. Und damit machen wir Folgendes. Ich lege die Pik 7 jetzt auf den Tisch und nehme mir hier die abgezählten Karten und lege sie auf den Stapel und lasse hier einen kleinen Spalt. Und jetzt nehme ich mir die Pik 7 und schiebe sie hier durch den Spalt. Und jetzt passiert die Transformation dieses Transformer-Tricks. Ich schiebe die Pik 7 durch den Stapel und hinten erhalten wir Kreuz 8, die Karte des Zuschauers. Das war der ganze Trick. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Für die Erklärung zu diesem Trick, klickt euch in die Beschreibung. MacAko111 hat eine Erklärung auf seinem Channel, die habe ich euch verlinkt. Und von ihm könnt ihr das Ganze dann lernen. Ich habe das jetzt ein bisschen anders gemacht als er, so wie es mir so ein bisschen besser gefallen hat. Aber der Trick hat dasselbe Prinzip, also alles super. Dankeschön fürs Einschalten. Wenn auch du einen Trick einsenden willst, klick den Link in der Beschreibung. Es sind nicht mehr viele Tricks über von euch, das heißt, das Format Dein Trick wird noch 3-4 Wochen laufen und dann wird erstmal eine Sendepause eingelegt, weil einfach keine Tricks mehr über sind. Ich mache wahrscheinlich in ein paar Monaten nochmal einen Aufruf und dann schickt ihr mir nochmal eure Tricks und bis dahin kommen ganz normal, wie gewohnt, Kartentricks von mir und noch andere Tricks. Danke fürs Anschauen, wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Folge von Dein Trick und zur großen 2000 Abonnenten-Verlosung selbstverständlich. Bis dahin, ciao!